Tag oder Grüß Gott, sagt man in München, glaube ich. Grüß Gott und guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Peter Drucker Purpose Summit, zu unserem Forum Nummer 7, Innovationen aus München, wie die TUM Startups fördert und die Welt verändert. Wir hatten ja jetzt einige Foren über das Thema Exploitation, sprich, wie steigern wir die Arbeitsproduktivität über reine Produktivitätssteigerung in die Arbeitsproduktivität, zahlt auch die Innovation ein. Wenn gute Produkte mit guter Profitabilität in unserem Land gefertigt werden, dann trägt das in die Arbeitsproduktivität leistet das einen großen Beitrag und es leistet natürlich auch einen Beitrag, die Beschäftigung in der Waage zu halten und viele Dinge. Insofern ist das Thema Innovation und Exploration eines der ganz, ganz wichtigen Themen in unserer Gesellschaft. Und lieber Herr Professor Schönberger, wir heißen Sie natürlich ganz herzlich willkommen. Sie haben ja auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Vielleicht sagen Sie nachher noch mal ein bisschen davon, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Und wenn man heute auf die TUM in München guckt, dann ist es so, dass Sie dort viele Dinge, viele Start-ups in Gang gebracht haben und eines der ganz großen oder wenn nicht wahrscheinlich sogar die größte Aktivität in unserem Land sind, um das Thema Start-ups nach vorne zu bringen. Sie sind klassisch im Feld der Entrepreneure unterwegs. Wir hatten, darauf möchte ich mal ganz kurz hinweisen, bei unserem vorletzten Peter Drucker Purpose Summit auch das Thema Entrepreneurship. Wie läuft aus den Unternehmen heraus die Innovation? Da hatten wir einmal die Firma Bosch hier mit dem Innovation Accelerator Programm. Empfehle ich auf dem YouTube nachzuschauen. Wir hatten den Herrn von Eichen da, der sehr, sehr stark das Thema Open Innovation nach vorne getrieben hat. Und heute gehen wir in das richtige Unternehmen, jetzt haben wir es auch Unternehmertum, heute gehen wir in das Entrepreneurship rein und freuen uns natürlich ganz besonders, Herr Professor Schönberger, dass Sie hier bei uns sind und sind ganz gespannt. Und jetzt gehört die Bühne Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Doppler, für die nette Einführung, für die Wertschätzung und ja, dass ich heute hier unsere Erfahrungen und Gedanken teilen kann. Ich blende mal gleich ein paar Folien ein. Ich hoffe, Sie können die sehen. Können Sie sie sehen? Wunderbar. Jetzt sitzt er da. Wunderbar, wunderbar, Herr Doppler. Super. Genau. Also wo wir drauf spezialisiert sind in München, ist halt wirklich neue Firmen zu gründen und insbesondere aus dem wirtschaftlichen und universitären Umfeld heraus. Und das ist jetzt eine Reise, die für 25 Jahre gegangen ist und wie Herr Doppler schon angedeutet hat. Das Ganze fing mit meiner Diplomarbeit an. Ich habe an der TU München ein Managementaufbaustudium gemacht vor 25 Jahren. Und viele können sich ja an diese Zeit um die Jahrtausendwende erinnern. Dieser unglaubliche Aufbruch im Rahmen der Dotcom-Zeit, wie da plötzlich alles möglich war, der neue Markt blühte in Deutschland. Und wir an der TU München als Studierende saßen in unseren Vorlesungen und haben gedacht, hey, was hat das jetzt eigentlich mit uns zu tun? Unsere Professoren teilweise haben noch mit den Overhead-Projektorfolien rumhantiert und wir sahen auf der anderen Seite, wie halt da die Post abging. Und als Studierende haben wir dann gesagt, hey, dann wollen wir doch selber auch beitragen, unsere Uni schneller und besser zu machen. Und in diesem Rahmen habe ich dann eben vorgeschlagen, meine Diplomarbeit zu dem Thema zu schreiben, wie in Stanford halt Firmen sehr professionell gegründet werden und was München und die TU München davon lernen kann. Und das fand dann auch lustigerweise unter anderem der damalige Ministerpräsident Stoiber eine ganz gute Idee. Und der ist dann damals auf eine Reise gegangen in Silicon Valley nach Stanford und wusste nicht so genau, was dann in dem Memorandum of Understanding vom
mit dem Präsidenten der Stanford University stehen soll. Und dann hat er gesagt, da gibt es ja diesen quirligen Studi in München, das schreiben wir mal diese Diplomarbeit da mit rein. Und ich habe dann um meine Diplomarbeit herum halt ein Gremium geformt, unter anderem die Hochschulratsvorsitzende der TU München, viele Professoren, das sehen Sie da auf dem Bild, die Menschen, die mich dann während meiner Diplomarbeit eben begleitet haben. Und dann bin ich einfach wie viele andere Studis ins Ausland gegangen, in der Weise nach Stanford. Da sehen Sie so einen Blick von den Stanford Hills runter auf den Campus. Hatte da eine super coole Zeit, habe mir viel angeschaut und habe dann einfach in ein paar Folien zusammengefasst, was ich da gelernt habe. Und es war nicht ganz einfach. Muss sich halt ein paar Leute drum kümmern, wenn Firmen aus dem Universitätsumfeld gegründet werden muss. Stanford hatte damals ein Entrepreneurship Center mit 5 Leuten. Und ich habe schlicht und einfach den Vorschlag gemacht, wäre ja gut, wenn wir auch 5 Leute in München hätten, die sich auch drum kümmern. Und dann bin ich also mit diesen enormen Erkenntnissen nach München zurückgegangen. Und dann hat der Präsident der TU München gesagt, hey, das hört sich alles gar nicht so doof an. Jetzt fragen wir mal ein paar Leute, unter anderem die Susanne Klatten als erfahrene Unternehmerin, ob die sowas gut findet und auch das unterstützen würde. Na, und dann habe ich halt die Möglichkeit gehabt, das der Frau Klatten zu pitchen. Und die Frau Klatten hat gesagt, hey, lieber Schönenberger, gute Idee, unterstütze ich auch, aber mal ganz ernsthaft. Wenn ihr Unternehmertum lehren und predigen wollt, dann müsst ihr selbst irgendwie eine Ahnung haben. Und es wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr dann nicht nur bayerische Staatsbeamte seid, die den anderen erklärt, wie man Firmen ausgründet, sondern wenn ihr halt selber unternehmerisch aufgestellt seid. Und deswegen hat sie gesagt, also wenn sie das mit fördern soll, dann ist die Unternehmertum bitte jetzt kein Lehrstuhl, sondern eine gemeinnützige GmbH, die halt selbst auf dem Markt ist, halt der Gemeinschaft dient, aber selbst unternehmerisch tickt. Und das hört sich jetzt alles sehr banal an, aber das war halt genau diesen Kulturwandel und diese unternehmerische Freiheit, die wir brauchten, um so erfolgreich zu werden. Naja, und dann ging es los, das sehen Sie mal so ein Bild, das war eine unserer ersten Veranstaltungen, also die ersten paar Arbeitstage als Geschäftsführer der Unternehmertum habe ich vor der Mensa verbracht, indem wir Flyer ausgeteilt haben vor Studierenden und gesagt haben, hey, es gibt da so ein Businessplan-Seminar, liebe Studis, wollt ihr daran teilnehmen? Nach 2 Tagen war der Kurs voll. Da sehen Sie die Studierenden, die dann alle voll engagiert mitgemacht haben und die halt gelernt haben, wie man ein paar Businesspläne schreibt. Und dann gab es irgendwie tolle kleine Veranstaltungen. Also das ist beispielsweise die erste Prämierung der ersten Businesspläne. In der Mitte sehen Sie die Frau Klatten und die Gewinner drumherum. Na, und da drumherum waren dann halt so Menschen wie der Thomas Alt und der Peter Meyer, die dann so Firmen wie Metaio gegründet haben. Und das war damals so eine Augmented Reality-Applikation, die die für die Automobilindustrie gebaut haben. Und dann halt einerseits die virtuelle Welt und die reale Welt zu verbinden. Genau. Diese beiden Herren, die haben ihre Firma dann 10 Jahre später an Apple verkauft. Und heute ist es der große, weltberühmte Apple Engineering Site in München mit 2000 Mitarbeitenden. Also hier hat er so angefangen mit 2 jungen wissenschaftlichen Mitarbeitern aus der TU München, die einfach mal gemacht haben. Und da gab es natürlich ganz viel mehr Studierende, die dann irgendwie quirlig waren und dann hat irgendwann mal der Elon Musk gesagt, er schreibt so einen internationalen Wettbewerb aus, der nennt sich Hyperloop. Das ist die Idee, so eine Vakuumröhre zu haben und einen Pots durch diese Vakuumröhre zu schießen und das könnte eine neue Art der Mobilität sein. Und um das voranzuschieben, hat er halt
einen Wettbewerb international ausgeschrieben und gesagt, es findet in 12 Monaten ein Wettrennen statt auf dem Campus von SpaceX und liebe Teams, bewerbt euch. Und eins der Teams war eben ein TU München-Team mit einer Studentin, die Maria hat es gehört und haben wir gesagt, hey, wäre eigentlich ganz cool, wenn ihr da mitmacht. Und dann hat die Maria ganz viele ihrer Kommilitonen gefragt und hat gesagt, hey, wollt ihr da auch mitmachen? Und nach ein paar Wochen waren da rund 50 Leute zusammen, die dann angefangen haben, diesen Pott zu basteln. Dann 12 Monate später waren sie in Los Angeles und haben dann eben diesen Wettbewerb auch gewonnen. Und beispielsweise aus dem Gründerteam ist dann oder aus dem Team vom Hyperloop ist dann auch die ESA Aerospace Gruppe entstanden, die dann gesagt hat, hey, wir können nicht nur Pods bauen, sondern auch Raketen. Und so entstehen halt große Geschichten. Hier sind ein paar genannt. Also über Metallo haben wir gesprochen mit dieser Virtual Reality Anwendung, ESA Aerospace, das europäische SpaceX. Andere Beispiele sind Flixbus, die jeder kennt, oder eine Celonis, die eine sehr große Data Mining Softwarefirma sind. Aktuell das höchst bewertete deutsche Software-Startup mit rund 13 Milliarden. Oder Vectorflow aus Maschinenbau, die 3D gedruckte ja, Messsysteme für Windkanäle bauen. Oder ein anderes schönes Beispiel ist Precise AI. Das war eine Studentengruppe um einen pakistanischen Studenten von uns. Die haben einfach eine App programmiert, in dem die Kleidergröße eines E-Commerce-Shoppers schnell ermittelt werden kann, um so halt ja, genauer die Größen zu erfahren, um dann zielgenauer zu Kleidung einzukaufen und wenn dann halt in weniger Retouren entstehen. Genau, und die Meta hat die Firma gesehen und hat gesagt, ist auch nicht so ganz doof. Und ähnlich wie im Fall Metall und Apple hat dann Meta Precise aufgekauft und heute ist das Meta-Büro in München. Und so entstehen halt entweder große neue Softwareunternehmen oder Tech-Unternehmen oder die werden aufgekauft und so blüht halt ein Standort wie München auf, in dem halt einfach junge Leute oder jung gebliebene Leute, die Innovation vorantreiben, halt Dinge aufbauen, die entweder halt zu Weltmarktführern machen oder halt aufgekauft werden und dann halt große Engineering-Standorte in unserem Land entstehen. Also das hört sich jetzt alles so super an, das ist aber ein ziemlich harter Kampf und Sie haben ja alle wahrscheinlich die Zeitung gelesen in den letzten Wochen und sehen auch, dass das Spiel nicht nur immer einfach ist und eins unserer wichtigsten Unternehmen ist momentan in einer ziemlichen schwierigen Situation. Handelt sich um Lilium. Lilium ist ein Elektroflugzeug. Die Idee ist, so einen Siebensitzer zu bauen, der eben auf Kurzstrecken eben ja, Flughäfen mit Städten verbindet als Beispiel. Die sind sehr erfolgreich, haben Orderbook von ungefähr einer halben Milliarde, haben aber wahnsinnige Probleme jetzt in der letzten Finanzierungsrunde gehabt. Die Idee war, dass Privatinvestoren, die schon 1,5 Milliarden in diese Firma gesteckt haben, eine neue Finanzierungsrunde machen, gehebelt vom Staat. Also der Bayern wollte 50 Millionen zuschießen, der Bund weitere 50 Millionen. Und das traurige Fazit dieser Geschichte ist, dass der Haushaltsausschuss des Bundes das dann abgelehnt hat und damit die ganze Finanzierungsrunde zusammengeklappt ist. Lilium jetzt Insolvenz anmelden musste. Und wir jetzt eben dafür kämpfen, dass diese Arbeitsplätze, es sind immerhin 1000 Arbeitsplätze und ein hochprofessionelles Team, also der CEO ist der Klaus Rowe, das ist der ehemalige Leiter des A320,
Airbus-Programms, also die Cash Cow von Airbus ist der CEO von Lilium, dass wir eben die Firma hier halten können und die nicht nach Saudi-Arabien beispielsweise abwandert. Also es ist ein mühsames Geschäft, aber es lohnt sich zu kämpfen. Und wenn wir von Innovation da sprechen, dann reden wir halt von Marathons. Also diese ganzen Firmen, die wir da gezeigt haben oder das Beispiel Twice, das Sie hier auf der Folie sehen, das sind halt Firmen, die dann nicht über Nacht entstehen, sondern die haben alle eine Geschichte von 15, 15 Jahren. Und die fangen halt meistens irgendwie im Forschungslabor an, in dem halt junge Leute eine neue Idee haben. Im Fall von Twice ist es ein neues Analytics-System, in dem eben sogenannte Digital Twins von Batterien entwickelt werden und daraus dann der Lebenszyklus und auch der Wert der Batterie über den Lebenszyklus besser berechnet und simuliert werden kann. Das war also vor knapp 10 Jahren eine Idee aus dem Forschungslabor, vom Fahrzeugtechnik-Lehrstuhl von Professor Lienkamp an der TU München. Und die zwei Doktoranden, die fanden das sehr spannend und haben gesagt, hey, vielleicht gibt es ja da auch eine Marktmöglichkeit. Und dann sind die halt zu uns an die Unternehmertum gekommen und haben halt überlegt, kann man daraus auch ein Geschäft machen, waren da in ihrem Businessplan geschrieben und hat sich halt rausgestellt, hey, das könnte was werden. Und dann ging es weiter, dann haben wir unser Staat ist ja sehr, sehr großzügig, da gibt es so Gründerstipendien wie Exist. Er hat dann dieses Startup Twice eben ein Exist-Gründerstipendium bekommen, wo der Staat großzügig erstmal ein Jahr lang so ein Gründerteam in der Universität anfinanziert, dass die ihre ersten Prototypen bauen können. Das haben die dann gemacht und waren dann so weit eben, dass die in ein Inkubationsprogramm von uns rein konnten und dann vor den ersten Investoren gepitcht haben. Ja, und wir selbst haben ja auch einen großen Venture-Fonds, der sehr erfolgreich ist. Wir haben uns das auch angeschaut und haben gesagt, wir glauben an euch, wir geben euch auch die erste Million. Und dann gab es Folgeinvestierungsrunden, in dem weitere Investoren wie Cherry kamen. Dann ist der Prototyp zum Produkt geworden. Die ersten Kunden kamen wie Stihl oder MAN oder VW. Und inzwischen ist es halt eine Firma mit 200 Leuten, die Größenordnung eine Viertelmilliarde Euro wert ist. Was mir nur wichtig ist an der Geschichte, also solche Firmen entstehen halt nicht über Nacht, sondern du brauchst halt einen wahnsinnig langen Atem. Und für das, was wir gefeiert werden, die Arbeit dafür, dass das ein Erfolg ist, die haben wir halt vor 10 Jahren gemacht. Und so langfristig müssen wir halt auch in Deutschland anfangen zu denken. Also wenn wir wirklich hier den Turnaround schaffen wollen als Nation, das werden wir nicht in 3 oder 6 Monaten schaffen, sondern das ist halt jahrelange Arbeit und nach jahrelanger Arbeit kannst du halt die Früchte ernten. Und wir haben diese Pipeline an tollen Forschern in Deutschland, an tollen Ideen, aber die müssen wir halt da ganz konsequent zum Erfolg führen. Und wir brauchen halt einfach mal einen langen Atem in diesem Land. Ein anderes Beispiel ist Flixbus. Die Gründer, die waren bei der Boston Consulting Group, bei dem Beratungsunternehmen und haben dann halt erlebt, dass jetzt diese Regulierungsänderung ist im Fernbusmarkt, dass das nicht mehr ein Monopol der Deutschen Bahn ist, sondern dass sich ja andere Unternehmen auch in diesem Markt bewegen können. Und dann haben die Jungs einfach gesagt, hey, dann nutzen wir das und gehen aus der BCG raus, gehen da in das universitäre Umfeld wieder rein, in dem Fall an der LMU und an der TUM und waren bei uns dann und wir haben dann halt die auch anfinanziert mit Flix, genau. Und das war erstmal eine ganz kleine Geschichte. Da gab es dann die
Postbusse, die dann der Großkonzern Post auf den Weg geschickt hat. Es gab viele Wettbewerber, beispielsweise mein Fernbus, die sich sehr gut entwickelt haben. Und Flix war die Nummer drei dann im Markt nach 2 Jahren. Na, und dann hat mein Fernbus irgendwie gesagt, wir glauben letztendlich nicht so ganz an den langfristigen Erfolg, dass man das profitabel betreiben kann. Und Flix und seine Investoren glaubten, dass das funktioniert. Und dann zusammen mit General Atlantic, also diesem großen Wachstumsfinanzierer, gab es dann eine große Runde, eine Finanzierungsrunde und eine Übernahme von mein Fernbus, und so ist halt dann Flix zum Marktführer geworden. Und schon ein Jahr später hatte Flix eben 70% Marktanteil in Deutschland, hatte genug Firepower, nach Europa zu gehen. Und heute ist es der Marktführer in Europa. In allen Märkten spielen die, in der Türkei, in Indien, in USA, in Südamerika, und ist ein Unternehmen, das ja weit über 2 Milliarden an Umsatz generiert. Also das ist auch möglich, dass wir als Deutsche in der Lage sind, solche Weltmarktführer in der kurzen Zeit halt aufzubauen. Aber auch kurze Zeit halt, sind halt mal 10 Jahre. Genau. Und das Spiel von Unternehmertum ist, dass wir halt eine Plattform sind, in dem da die richtigen Leute zusammenkommen, in dem wir eine sogenannte Startup Factory betreiben, in dem erstmal über 10.000 junge Menschen mit diesem unternehmerischen Thema in Kontakt gebracht werden. Und das heißt nicht, dass die jetzt alle gleich tolle Gründer werden, aber die fangen mal eine Reise an. Und wir ermuntern die dann halt beispielsweise ihre Masterarbeit, so wie ich vor 25 Jahren, zum unternehmerischen Thema zu schreiben. Und das machen dann viele. Also wir haben im Jahr über 700 Projektchen. Und das sind kleine Dinge. Das ist halt wirklich eine Studentin, die halt mal ihre Abschlussarbeit zu ihrer unternehmerischen Idee schreibt. Und klar, das wird nicht jedes von diesen 700 Ideen wird jetzt eine Milliardenfirma. Aber die Menschen machen sich halt mal auf den Weg. Und das Tolle ist aber statistisch, dass jedes zehnte Projekt wirklich signifikant groß wird und wir so in der Lage sind, jede Woche eine neue Wachstumsfirma hochzuziehen. Also jede Woche geht eine Firma vom Stapel, die wirklich wächst. Und diese Firmen in Summe ziehen auch richtig viel Geld an, also im Schnitt so 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr. 2 bis 3 Milliarden Euro sind so rund, ja, je nach Jahr 20 bis 35% des gesamten deutschen Venture-Kapitals gehen in unsere Firmen. Also irgendwie jeder dritte, jeder vierte Euro, der in Deutschland so eine Firma investiert wird, wird in unsere Firmen investiert. Und der Unternehmenswert, der entsteht, das sind dann halt Größenordnung so 4 bis 6 Milliarden an Unternehmenswert pro Jahr. Und wenn das jedes Bundesland hinbekommen würde, dann hätten wir hier keine Koalitionsprobleme und keine Ampelbrüche, sondern dann wäre Deutschland das innovationsstärkste Land der Welt. Und es ist alles möglich, wenn wir uns halt mal als Land unsere Hausaufgaben machen würden. Und es gibt auch andere gute Universitäten und andere tolle Regionen. Ich denke an Karlsruhe, ich denke an Aachen, ich denke an Dresden. Überall gibt es gute Wissenschaftler, gute Studierende, tolle Unternehmen. Es ist alles möglich. Also wir sind hier in München auch nicht irgendwo speziell, sondern wir sind auch Teil dieser Republik. Und wir können es auch, und warum sollen es die anderen auch nicht machen? Und wir machen es halt gemeinsam, und da spielen halt die etablierten Unternehmen eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil all die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, die funktionieren ja nicht im luftleeren Raum. Also beispielsweise Flixbus betreibt ihr riesiges Fernbusnetzwerk nicht alleine, sondern mit Hunderten von mittelständischen Busunternehmen.
Und so baut man halt Ökosysteme auf, indem man halt clever die Ressourcen bündelt, neue Geschäftsmodelle baut. Und das ist eigentlich auch genau die Unternehmertum, eine Plattform zu sein, indem man halt clever die Kräfte bündelt, Neues wagt, groß denkt und dann halt die nächsten großen Dinge vom Stapel schickt. Genau, und wir müssen halt wirklich groß denken und einfach mal ein Bild, das habe ich Ihnen mitgebracht, wenn wir von 10.000 jungen Menschen reden, also die gibt es wirklich, da sehen Sie sie. Das sind also die unsere Erstsemesterfeier an der TU München. Das ist praktisch die nächste Generation, die da bei uns zusammenkommt. Und wir versuchen, die halt auf ihrem Weg da zu begleiten. Und gleich bei der Erstsemestereinführung sagen wir halt, schaut mal, dass die Maria beispielsweise, die hat Hyperloop gerade vom Stapel gebracht oder es gibt ja den Daniel Metzler, der hat ISA gegründet und vor 5 Jahren war der halt einer von euch. Und heute ist es halt einer der großen Unternehmer Deutschlands. Und deswegen macht euch mal auf den Weg. Und statistisch, also wenn Sie da in diese Menge reinschauen, statistisch werden Sie da irgendwie ein oder zwei Leute sehen, die dann eine Milliardenfirma gegründet haben, statistisch. Genau. Also, aber wir müssen halt loslegen und müssen diesen Weg gehen und müssen als Deutsche halt von unseren Sofas aufstehen und mal ins Machen kommen und dann gehört uns diese Welt, weil wir verdammt viel drauf haben. Aber du musst halt anfangen, diesen Weg zu gehen, ansonsten funktioniert es halt nicht. Genau. Und auch bei allem Rumgejammere, ich meine, wir können in Deutschland wirklich gute Dinge machen, die TU München als staatliche Uni ist jetzt die bestgerankte Universität der Europäischen Union und wir sind immerhin in den Top 30 der weltweiten Unis mit anderen tollen Unis wie Yale oder Imperial oder Harvard oder Stanford. Das ist alles möglich, wenn wir halt mal anfangen, unsere Hausaufgaben zu machen. Genau, und ich bin als Vizepräsident dafür verantwortlich, dass das halt im Startup-Bereich funktioniert. Und wir haben da halt jetzt diese Maschine aufgebaut mit diesen ganzen Angeboten, in dem halt unsere nächste Generation von Innovatoren und Gründern auf die Reise geschickt wird, in die die ausgebildet werden, in dem die halt die Möglichkeit haben, dann ihre Prototypenprojekte zu machen, in denen die dann ihre Startups inkubieren können. Und wenn die dann richtig starten wollen, dann bekommen sie halt Venture-Kapital und werden halt da richtig raus beschleunigt. Also das ist alles möglich. Wir haben so rund 500 Mitarbeitende bei Unternehmertum, die das machen. Und so schaut dann unsere Produktionslinie aus. Was Sie hier sehen, sind die Finanzierungsrunden vom letzten Jahr, das sind rund 100 Unternehmen finanziert worden. Und auf der linken Seite sind sie so die kleinen Finanzierungsrunden, wo man vielleicht 1 Million oder 2 Millionen mal eine erste Firma anfinanziert, also die neuen kleinen Firmen. Und dann so in der Mitte sehen Sie dann so die Finanzierungsrunden, wo die Firmen, die vielleicht vor einem Jahr 1 Million bekommen haben, dann in die nächste Entwicklungsstufe gehen mit einer ordentlichen Seed-Finanzierung von vielleicht 5 oder 10 Millionen Euro. Und dann wachsen die wieder und brauchen vielleicht im Jahr drauf oder in 2 Jahren drauf dann 10 Millionen Euro. Und wenn das richtig gut läuft, und die dann wirklich die weltweiten Märkte erobern wollen, dann brauchen die halt ganz andere Summen. Das sind dann oft halt irgendwie 100 Millionen oder noch mehr Geld. Und das sind halt diese großen Finanzierungsrunden, wie jetzt bei einer eChim oder bei einer ESA Aerospace, wo es dann halt um, was weiß ich, 200 Millionen geht. Genau. Und so sammeln, also das sind halt diese gut 2 Milliarden Euro im Jahr, die da zusammenkommen, um unser Ökosystem nach vorne zu schieben. Und auch nochmal das in Relation gesetzt, also unsere staatliche Universität TU München hat 1 Milliarde Euro Budget, also 1 Milliarde für Forschung und Lehre und 2 Milliarden Euro haben unsere Startups, um dann wirklich
ja, die Wertschöpfung ins Land reinzubringen. Und das brauchst du auch, weil logischerweise ein Forschungsergebnis ist nett und gut, aber dann fängt ja erst die unternehmerische Reise an und das muss halt gut durchfinanziert sein. Genau, und da sehen Sie nochmal im Internat oder im nationalen Vergleich diese Finanzierungsrunden, also das dunkelblaue unten, das sind so immer die Werte, die wir erreichen. Und was gut ist, ist, dass das Münchner Ökosystem da dieses Level ganz gut halten kann im Milliardenbereich. Und aber wir schon das Problem haben, dass jetzt in den letzten Jahren die insgesamten Finanzierungsrunden wieder ziemlich zurückgegangen sind. Also 21 war das Allzeithoch mit Größenordnung so 17 Milliarden Venture-Kapitalvolumen. Dann 22 ist es schon stark zurückgegangen auf gut 12,9 Milliarden. Und letztes Jahr hat man halt diese Größenordnung 7 Milliarden. Genau, also das ist so das Zahlengerüst für Deutschland. Genau, und mit dieser Performance von München sind wir nicht in Deutschland gut positioniert, sondern ganz Europa. Also wir gelten damit als das weitaus führende Entrepreneurship Center für ganz Europa, also inklusive UK. Also da kann man schon was machen. Und wir spielen es halt als offenes Ökosystem. Das heißt also, klar müssen wir unsere Hausaufgaben an der TUM machen, an der Unternehmertum. Aber diese Stärke kommt ja dadurch, dass wir eben die etablierten Unternehmen mit reinnehmen, uns auch mit anderen Universitäten vernetzen, dass wir viel Risikokapital anziehen weltweit und dass wir halt auch mit den staatlichen Partnern, egal ob auf der städtischen Ebene, auf der Landesebene oder halt auf der Bundes- und auf der EU-Ebene zusammenspielen. Und das sehen Sie auch abgebildet in unserem Aufsichtsrat. Also die Frau Klatten ist treu weiterhin seit gut 22 Jahren unsere Aufsichtsratsvorsitzende. Der Präsident der TU München, links von der Frau Klatten zu sehen, der Thomas Hofmann, ist Aufsichtsrat und viele weitere führende Personen wie die Ann-Christine Achleitner, die halt gemeinsam das voranschieben und das halt als eine gemeinsame Kraftanstrengung sehen. Und wenn ich von gemeinsamer Kraftanstrengung spreche, also die Unternehmertum hat ein Budget von rund 50 Millionen Euro pro Jahr, also um so eine Startup Factory in der Form zu betreiben, das kostet rund 50 Millionen Euro im Jahr. Davon kommen rund 10 Millionen aus Spendengeldern, das sind halt große Familien wie die Familie Strüngmann, der Herr Schwarz in Heilbronn, wie die Frau Klatten oder große Stiftungen. Dann sind weitere 20% kommen vom Staat. Für den Staat ist es ein tolles Geschäft, weil wir mehr Steuern zahlen, als wir vom Staat an Geldern bekommen, an Zuschüssen bekommen. Und der überwiegend größte Teil von uns, das ist 60%, das sind wirklich Umsätze, die wir mit unseren etablierten Unternehmen machen, indem wir beispielsweise gemeinsam die Innovationsstrategien definieren, indem wir gemeinsam Innovationsprojekte voranschieben, indem wir gemeinsam Start-ups gründen. Und das sind halt einerseits unsere mittelständischen Unternehmen in Deutschland und dann auch diese ganz großen Konzerne, die bei uns auch alle mit dabei sind, wie beispielsweise eine Infineon oder eine BMW oder eine Allianz, die halt ja für uns alle wichtige Partner sind. Genau, und unsere Reise geht auch weiter. Also wo wir gerade dran sind, ist, dass wir jetzt als nächsten Schritt mit der Familie Strüngmann gesagt haben, wir müssen noch besser werden in diesen spezifischen Industrie- und Technologiedomänen, wie beispielsweise Aerospace, wie beispielsweise Quantum, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Und dort bauen wir jetzt Kompetenzteams auf mit eigener Infrastruktur, mit eigenen Teams,
mit eigenen Spezialprogrammen, um eben halt dann die Luft- und Raumfahrt-Startups, die Pharma-Startups, die KI-Startups voranzubringen. Also das ist die nächste Welle, die gerade läuft. Und da sehen Sie das nochmal von einer volkswirtschaftlichen Sicht. Also wir haben in Deutschland wirklich diese Stärke, dass wir nicht nur an der TU München tolle Forscher haben, sondern national. Und wir leisten uns in Deutschland sogar ein bisschen mehr, wie die USA in Forschung und Entwicklung auszugeben. Und wir sind dann bei den Publikationen auch noch ganz gut. Aber wo wir dann wahnsinnig abfallen, ist halt, wenn es um die Kommerzialisierung geht. Also fängt schon bei den Patenten an. Das macht man nur so halb professionell. Und wo es dann ganz übel wird, ist halt, wenn wir dann in die Gründung reingehen oder in dann wirklich diese skalierbaren Unternehmen, die dann hoffentlich zu Milliardenunternehmen werden. Da sind wir um Faktor 5 schlechter als die Amerikaner. Also um Faktor 5. Das heißt, wir performen auf einem Niveau von 20%. Also 20% von dem, was die Amerikaner von Fingern bekommen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Nation Bach runtergeht, wenn wir nur 20% der Leistung bringen wie unsere Wettbewerber. Und da müssen wir einfach besser werden. Also das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören zu forschen, aber wir müssen ganz anders reingehen in dieses Thema, wie wir aus unseren guten Ideen wirklich kommerzielle Produkte machen. Na, und dieser Irrwitz, den wir haben, den sehen Sie auch in den Zahlen. Also eine durchschnittliche deutsche Hochschule, Universität, die hat ja als Aufgabe nicht nur Forschung und Lehre, sondern die hat ja auch noch dieses Thema Innovation und Transfer und Ausgründung. Aber eine deutsche Uni hat Größenordnung so zwischen 0,1% und 1% des Budgets allokiert, ihre Ideen wirklich dann Richtung Innovation zu schieben. Also eine homöopathische Dosis, und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn in Deutschland nichts vorangeht, wenn wir das nicht professionell betreiben. Die Unternehmertum und die TU München selbst, wir investieren da rund 5% unseres Budgets drauf. Und mit 5% sind wir Weltspitze. Genau. Und ich kann es nur immer in diesen drastischen Worten sagen. Also wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt mal das Ruder rumzureißen, jeder Tag zählt da. Und wenn wir weiter schlafen und nur auf die links auf Forschung schauen und dann noch 15.000 weitere Lehrstühle schaffen, da wird das Klo weiter verstopft sein, sondern wir müssen den Kanal frei bekommen und wir müssen aus diesen wahnsinnig vielen Forschungsergebnissen endlich mal was machen. Und die Ziellatte ist halt um Faktor 5 besser werden. Und deswegen kann ich Sie auch nur alle hier ermuntern, dieses Horn auch als Druckergesellschaft da ins Horn zu blasen. Also wenn wir Innovation wollen, dann müssen wir halt auch Innovation machen. Und dann kann es halt nicht sein, dass 100 Leute irgendwie da rumforschen und einer sich dann um die Kommerzialisierung kümmert. Also damit gehen wir unter. Genau, und in Europa haben wir halt dieses ähnliche Spiel. Also da sehen Sie aus dem Draghi-Report die Zahlen, wie viel Geld im Vergleich in Europa ins Venture-Kapital und damit in die Startups investiert wird, im Vergleich zu dem, was die Amerikaner machen. Da haben sie halt auch diese drastischen Zahlen, dass wir da ungefähr 20% haben. Also das ist unser Problem in dem Bereich. Wir müssen eine Verfünffachung der Anstrengungen im Kommerzialisierungsbereich schaffen. Nur so haben wir eine Chance, egal ob wir jetzt für Deutschland sprechen oder für ganz Europa. Also das ist das Niveau, wo wir besser werden müssen. Aber es gibt da auch Hoffnungen. Also der Freistaat und auch der Markus Söder beispielsweise sind an dem Thema dran. Mit der Hightech-Agenda haben das auch erkannt. Und also in Bayern tut sich da was. Übrigens auch im Bund, deswegen bedauere ich jetzt sehr, dass die Ampel gerade untergegangen ist.
Wir haben vor 3, 4 Wochen den Startup Summit gehabt in Berlin, haben die WIN-Initiative bekannt gegeben, indem sich die großen Kapitalsammelstellen Deutschlands, also sind die großen Versicherer wie die Allianz oder die großen Pensionsfonds, endlich mal committed haben, 12 Milliarden zusätzlich in Risikokapital reinzugeben. Das heißt also, dass unsere Rentner unsere Kinder finanzieren und hoffentlich dann die Kinder so erfolgreich sind, indem sie Startups gründen, um dann wieder unsere Rentner zu finanzieren. Also keine doofe Idee. Und ich hoffe, dass das dann auch in der neuen Regierung fortgesetzt wird. Und was wir auch gemacht haben, ist der sogenannte Leuchtturmwettbewerb Startup Factories, in dem dieses Erfolgsmodell der Unternehmertum in ja, 10 deutschen Universitätsregionen auch gemacht wird. Und auch da hoffen wir jetzt, dass dieser Leuchtturmwettbewerb, der im Februar dann ins Finale geht, nicht irgendwie stirbt, sondern dass wir als Unternehmertum 10 Geschwisterchen in anderen deutschen Regionen sehen, die hoffentlich einen ähnlich guten Job machen wie wir. Ja, und dann haben wir noch eben die EU-Ebene mit der neuen Kommissions. Und die Ursula von der Leyen hat ja mit dem Draghi-Report sich dieses unternehmerische Thema auch vorgenommen. Und auch hier versuchen wir eben Gas zu geben, nicht nur als Unternehmertum, sondern wir haben Gott sei Dank ähnliche Initiativen in ganz Europa. Das nennt sich Rise Europe, das ist ein Zusammenschluss aus 20 Entrepreneurship-Centern, die eine ähnliche Schlagzahl haben, beispielsweise in Skandinavien, in Kopenhagen an der DTU oder in Stockholm an der KTH, Königlich Technischen Hochschule in Stockholm. Und so versuchen wir eben auch in Europa die Kräfte zu bündeln. Und wie wir das halt machen, ist, dass wir halt auch als Europäer denken und sagen, wir können, wenn wir Weltmarktführer aufbauen wollen aus Europa, egal ob die aus Stockholm kommen, aus Paris oder aus Berlin, dann müssen die ja auch erstmal den europäischen Markt gewinnen. Und deswegen helfen wir halt auch zusammen, auch wenn es ein französisches Team ist, dass die halt in Deutschland Markterfolge feiern oder in Skandinavien. Und das ist so der neue Spirit, den wir da an den Tag legen. Und konkret mit der Kommission haben wir halt den Vorschlag, dass wir 5 Dinge verändern. Das eine ist, dass halt die europäischen Universitäten jetzt mal wenigstens 1% ihrer Ressourcen und ihres Budgets in diese Ausgründungs- und Kommerzialisierungsthemen geben. Also, dass zumindest einer von 100 Leuten sich darum kümmert. Das zweite ist, dass wir eben dieses Ökosystem besser zusammenbauen, dass halt die Universitäten, die Startups, die etablierten Unternehmen, ähnlich wie halt die Unternehmertum, ihre Kräfte bündeln, dass das also nicht so eine Leuchtturm oder eine Elfenbeinturmveranstaltung ist, sondern dass man zusammenarbeitet. Dass man als drittes diese ganzen Technologietransfer aus der Uni beschleunigt, dass halt viel mehr IP-basierte, also patentbasierte Startups entstehen, damit diese Forschungsergebnisse auch wirklich realen Mehrwert für unsere Gesellschaft bedeuten. Viertens, dass eben der Kapitalmarkt gestärkt wird und hoffentlich auch mehr neue börsennotierte Unternehmen in Europa entstehen. Und last but not least halt, dass diese Investmentszene in Europa zusammenwächst und dass wir einfach ähnlich wie die Amerikaner wirklich auch große Finanzierungsrunden machen können. Also wenn wir da diese 5 Hausaufgaben als Europa machen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir neue Weltmarktführer sehen und halt die neuen SAPs und die neuen Boschs und die neuen Daimlers. Und es gibt viele Verbündete, mit denen wir das machen, also wie beispielsweise unsere amerikanischen Freunde in Stanford, mit denen wir eine strategische Partnerschaft haben, oder das
mittlere Bild in, oben, das sind die Kollegen in Dänemark von Novo Nordisk. Das ist die größte Stiftung dieser Welt, die ist eben sogar größer als die von Bill Gates. Und die machen unglaublich gute Dinge, um neue Pharmafirmen aufzuziehen und dass wir da als Europäer denken oder dass wir nicht die Chinesen total vergessen, beispielsweise, weil es der Xiaomi-Gründer, das ist praktisch der Steve Jobs von China da, der auch großes Interesse hat am europäischen Markt. Wir haben auch weiterhin Interesse am chinesischen Markt. Oder halt dann auch die Aktivitäten mit Bill Gates im Bereich Clean Tech. Das haben wir eine strategische Partnerschaft, um mit Breakthrough Energy eben die nächste Generation von Clean Tech-Unternehmen voranzuschieben. Also wir brauchen eine Offenheit. Wir müssen in Deutschland unsere Hausaufgaben machen, wir müssen in Europa unsere Hausaufgaben machen, wir müssen globale Allianzen schmieden und dann funktioniert es auch. Aber was halt einfach wichtig ist, wir müssen es auf den Weg machen. Weil, ja, wenn dann nicht die nächste Generation von Unternehmen hochkommt, dann werden wir halt einfach nicht unseren Wohlstand halten können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir viele Verbündete haben. Und das Peter Drucker Forum ist sicher ein spannendes Austauschforum, um diesen Gedanken und diesen Mindset zu teilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, prima. Besten Dank, Herr Professor Schönberg. Ich denke mal, das hat einige richtig mitgenommen und erfasst. Es ist ja schon bemerkenswert, was Sie aus Ihrem Aufenthalt in Stanford gemacht haben. Insofern dürfen wir Sie dazu natürlich nur beglückwünschen. Und die Dinge, die Sie darstellen, ich denke, die sind in der Gesellschaft zu wenig bekannt, auch in ihrer Bedeutung zu wenig bekannt. Wir hören von Fabrikschließungen und von Dingen, wo ja, die Chinesen jetzt nach vorne marschieren und all diese Dinge. Ich denke, wir müssen uns etwas mehr auf den Gewinnerpfad machen und das ist der Pfad, den Sie uns gerade dort darstellen. Also ich denke mal, wir können da nur sagen, Dankeschön und wir müssen natürlich, das ist die Frage natürlich in die Runde, wie kriegen wir das noch mehr in die Breite, dass daraus. Ja, Sie haben gesagt, ein Ökosystem. Wahrscheinlich, also wie kriegen wir es noch weiter in die Breite, dass daraus eine tragende Gesellschaft wird, die, wir haben ja unser Motto heute auch so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt Wertschöpfung halten, Wertschöpfung ziehen lassen und neue Wertschöpfung aufbauen. Insofern denke ich, passt das hervorragend. Wenn Sie nicht nachladen, dann sind wir irgendwann dergelaufen mit Wertschöpfung. Da wäre jetzt auch gleich meine erste Frage. Wie viele von den Unternehmen bleiben denn in Deutschland, die Sie jetzt hier da, ja, Firmen im Wochentakt habe ich mir aufgeschrieben. Wie viele bleiben denn da? Also jetzt in unserem Umfeld die meisten, also wir haben ja vielleicht so 2, 3%, die wirklich komplett gehen. Und was aber passiert, und das ist ja auch gut so, ist, dass viele unserer Firmen halt Niederlassungen in den USA haben. Also wie Celonis ist der größte Markt USA. Die haben auch ein Teil des Vorstandes sitzt in USA, aber die Entwicklermannschaft und der Firmensitz ist in München. Aber ich glaube, wir müssen einfach global spielen. Und wir haben hier viel anzubieten in Deutschland. Das sind vor allem unsere jungen Köpfe. Und wir haben tolle Entwickler, tolle Leute. Und die Brains sind in Deutschland. Und deswegen kommen ja auch Firmen wie Apple und Meta hierher und kaufen sich ein, weil sie an diesen Schatz an guten Leuten wollen. Ich habe jetzt gerade den Herrn Olmes neben mir stehen. Der wollte noch mal kurz da etwas dazu sagen, eine Anmerkung machen Ja, oder Frage, gerne. Herr Olmes. Vielen Dank, Herr Professor Schönberger. Sehr, sehr spannend. Ein Punkt war mir komplett neu, den wusste ich bis jetzt noch nicht und ich würde den gerne nochmal highlighten. Und das ist der Punkt, dass die Frau Klatten ganz am Anfang, das müsste dann ja 1999 gewesen sein, wenn ich richtig mitgerechnet habe, gesagt hat, sie macht das gerne mit, wenn Unternehmertum unternehmerisch aufgesetzt wird. Und da sehe ich persönlich aus meiner Erfahrung jetzt nach 17 Jahren oder fast 17 Jahren halt der Gründerfonds den ganz, ganz großen Hebel, dass man in die Unis reingeht. Also ich sehe auch die Unis als den Kern ganz glasklar und dort Strukturen aufsetzt,
die dort vorhandene IP unternehmerisch in Startups umsetzt, die dann in die Märkte reingehen. Und ich möchte auch ganz glasklar sagen, was aus meiner Sicht unternehmerisch bedeutet. Das bedeutet, dass man Risiken eingeht und aber auch Geld verdienen darf. Und das ist aus meiner Erfahrung bis jetzt ein riesiges kulturelles Problem, was wir leider noch an den deutschen Universitäten haben. Also ich war beispielsweise initiativ auch an dem IP for Shares Programm beteiligt, was sich ja jetzt langsam zum Glück ausbreitet. Und da war auch ganz am Anfang die zentrale Überlegung, liebe Uni, wollt ihr eigentlich kein Geld verdienen? Und da kam plötzlich das Denken ins Rollen und man hat das dann umgesetzt. TU Darmstadt kann ich da nur nennen. Ich glaube, bei euch ist es inzwischen auch schon umgesetzt. Und das ist der zentrale Hebel. Also wenn man von der Politik her eine Rahmenbedingung ändern kann, dann sollte man an erster Stelle dieses Unternehmerische an Universitäten erlauben. Was sind die Hindernisse da, um das mal für den Außenstehenden zu verstehen? Die Frage, die leite ich weiter an Professor Schönberger, der weiß das besser als ich. Ja, Sie haben es super beschrieben. Man kann Ihnen nur zustimmen. Und wie so der Heite Gründerfonds spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle als größter Risikokapitalgeber Deutschlands. Ich meine, Sie haben ja dadurch auch die größte Markttransparenz sozusagen. Wie sehen Sie jetzt so den Wandel der Universitäten in den letzten 5 Jahren? Also tut sich da was aus Ihrer Sicht? Also in den letzten 5 Jahren tut sich, ja, es tut sich was. Es hat sich auch davor schon was getan, aber sehr langsam. Also da komme ich gleich auch in meinem Beitrag darauf zu sprechen. Warum ist das so langsam? Weil wir halt leider in Deutschland dieses Mindset haben, gerade auch in den öffentlichen Bereichen, Geld verdienen ist nicht erlaubt oder wird es schlecht angesehen. Unternehmertum, also unternehmerisches Handeln meine ich jetzt, wird oft auch von den Älteren noch als nicht so interessant oder gut angesehen. Und dann stößt man auf gigantische Blockaden in den Köpfen. Und das wird besser. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle bei 5 bis 10% unseres Potenzials. Also weniger als das, was Sie eben an Zahlen sagten. Also man kann eigentlich froh sein, dass wir überhaupt schon so weit sind. Aber es wird besser, muss man auch glasklar sagen. Hat auch sehr stark damit zu tun, dass sich die junge Generation an Studenten auch sehr stark geändert hat. Die lassen sich nicht mehr alles gefallen. Wir sind zum Glück in einem Arbeitnehmermarkt. Das merkt man auch im Unibereich, im Studierendenmarkt. Und wenn es da heißt, ja, wenn die IP soll das und das kosten, nur als Beispiel, oder ich darf da kein Geld verdienen, ja, dann mache ich halt woanders was. Und dann ist man weg. Und der Druck, der zieht. Und aus meiner Sicht ist das der zentrale Grund, warum sich überhaupt was tut. Aber das ist ja gut so, also ein sich selbst verstärkender Prozess. Ja, sehr. Gott sei Dank. Ja. Also prima, dann drücken wir weiter die Daumen in die Richtung. Der Markus Driften hatte sich gemeldet. Markus, Mikro muss anmachen. Ich bin Hochschullehrer einer privaten Hochschule und habe da auch so meine ganz eigenen Erfahrungen. Eine Sache, die ich gelernt habe, was eine echte Hürde ist, ist, wenn man privates Geld und Fördermittel miteinander kombiniert. Die vertragen sich unheimlich schwer für das Thema wirklich Gründung von Unternehmen und so habe ich den Eindruck. Und das liegt tatsächlich an den Förderrichtlinien und der Erfüllung der Bürokratie. Wenn Sie da, also was ich rausgehört habe, leisten Sie da eine Unmenge an Pionierarbeit. Das kann man nur unterstützen. Und denn die Förderlandschaft, also wenn Sie, ich habe das als Industrievorstand mal gemacht, ich habe 7,5 Millionen Euro geholt, haben den Mitarbeiter bei uns geholt. Ja, aber das Korsett ist so eng und da entsteht kein wirkliches Unternehmen draus. Und das verhindert tatsächlich auch an den Hochschulen den Geist. Das ist aus meiner Sicht eine ganz große Hürde. Die zweite Sache ist, ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen ist, mit der Vernetzung zu den anderen Hochschulen. Ich glaube, viele Hochschulen tun sich einfach schwer, gerade die
der angewandten Wissenschaften das zu tun. Die Steinbeiß-Zentren sind ein bisschen zurückgegangen, habe ich soweit mitgekriegt. Können Sie da nicht eventuell auch weiteres Potenzial ziehen, gerade was das Thema Know-how, Know-how-Bildung, weiter kluge Köpfe, bessere Vernetzung, vielleicht sogar als Pionier der Vernetzung unterstützen könnten? Gerne, Herr Klefken. Genau das machen wir auch. Wir haben im Rahmen jetzt von diesem Leuchtturmwettbewerb Startup Factories auch ein eigenes Center gegründet. Das nennt sich Learning and Exchange Center, in dem wir genau das machen. Also, und die Idee ist ja nicht, dass wir die ganze Welt beglücken, sondern die Idee ist ja, dass das so eine Lerngemeinschaft wird. Und jeder Standort macht ja auch gute Sachen, jeder Standort hat ja auch seine Stärken. Also beispielsweise, dass jetzt eine Hochschule in gewissen Bereichen führend ist. Und das sind ja dann auch damit verbunden wieder in Märkte, Industrien und dass man darum halt dann auch gute Innovations- und Startup-Ökosysteme baut. Und die Idee ist halt, dass wir gemeinsam die Lernkurve schneller hochlaufen. Und das ist dieses Learning and Exchange Center, in dem halt Kolleginnen und Kollegen aus anderen Hochschulen und Startup Factories sich eben verbinden und austauschen, voneinander lernen und im Idealfall auch Sachen miteinander machen. Und ein gutes Beispiel ist jetzt im Chip-Bereich, im Halbleiterbereich. Ich meine, da ist in Dresden, gibt es da enorm viel Kompetenz. Da gibt es auch tolle Infrastruktur mit den Labs, mit den Fabs. Und da liegt es ja total nahe, dass wenn wir beispielsweise in Karlsruhe oder in München ein gutes Halbleiterteam haben, dass die halt dann auch auf die Ressourcen und Möglichkeiten in Dresden zurückgreifen können. Und so, das ist so, glaube ich, da im Verbund zu denken, das ist wahnsinnig wichtig und das nehmen wir uns davor. Cool. Ich mir da noch einen Kommentar zu diesen staatlichen Förderprogrammen. Ich kann es nur bestätigen, was Sie sagen. Das ist atemberaubend bürokratisch alles. Allein die Zeiten, also wie lang es dauert, um eine Beantragung zu machen. Dann oft entwickelt sich ja die Welt in der Zeit von der Beantragung bis zur Genehmigung so weiter, dass dann der Stand der Technik schon wieder ganz anders ist und dann musste trotzdem das Projekt so abfahren wie im Projektantrag und dann sind die bürokratischen Reporting-Themen so hart, in was man verrechnen darf. Also es ist teilweise echt kurios. Also Also um ein bitte. genau das habe ich erfahren. Wir haben auch von der RH Köln haben wir ein Geld gekriegt, um ein KI-Zentrum in Hürth zu gründen. Und die Idee war, eine Business Development dort zu machen mit den lokalen Unternehmen und basierend darauf vor allen Dingen Lernmodelle für die Transformation auf die Beine zu stellen. Also als Dienstleister zu sagen, wir machen mit euch Innovation Business für euch, weil ihr kommt ja aus der rheinischen Energie, das ist was anderes als das, was ihr eventuell nach der Kohle machen müsst, ne? Und die Unternehmen, die sich da reinwagen, brauchen erstmal diese Methodik und zweitens, die können nicht alle Mitarbeiter sozusagen einmal eben schnell austauschen, sondern deren einzige Chance besteht meines Erachtens darin, dass sie die meisten umbauen und umlernen. Und das war ein Geschäftsmodell, was uns dabei in den Kopf gekommen ist, dem Kollegen und mir. Und sind leider an dem Thema abgeklatscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil die Präsidentschaft der Hochschule vor dem Förderprojekt und vor der Prüfung des Förderprojektes einfach schlicht Angst hatte, dass wir Mittelfremdverwendung hätten. Und das ist Wahnsinnig. natürlich katastrophal, wenn eigentlich das Ziel ja die Förderung ist. Das Geld kommt aus dem Topf Förderung, rheinisches Gebiet, und es aber dann nicht mal so verwendet werden kann, sondern zum Schluss nur drei Roboter zum Angucken entstehen. Ja, Entschuldigung, dass ich so aus dem Nähkästchen plaudere. es ist ein drastisches Beispiel, aber das zeigt genau, wie wir uns halt als Deutsche in das Knie schießen. Ja. Anderes kurioses Beispiel von uns, also wenn wir mit dieser Aerospace, also das europäische SpaceX, die waren im ESA-Accelerator, also Europäische Space Agency, haben da ein 50.000 Euro Budget bekommen,
Das dürfte aber nicht zum Prototypenbau verwendet werden, sondern fürs Marketing. Und das ist kein Witz, also ein erhebliches Teil dieser 50.000 Euro sind dann anstatt in den Prototypen, in Weihnachtskalender und Teetassen als Merchandise gelaufen. Genau, Ja, und das aber ist unfassbar. Also wir sind echt so dämlich als Deutsche manchmal. Es ist wirklich, kann man, und das ist was, also mal ganz praktisch, wenn wir hier vom Bürokratieabbau sprechen, das sind unsere Probleme, die wir haben. Und da müssen wir endlich mal ganz pragmatisch rangehen. Also das sind Tausende von so kleinen Themen, die wir jetzt lösen müssen. Das ist nicht der eine große Gesetzesentwurf, sondern das sind tausend kleine Schrittchen, die wir da gehen müssen und uns endlich mal wieder wirklich hinsetzen und überlegen, was ist Wertschöpfen in diesem Land. auch was anderes, Geld zu verteilen über Helmholtz oder über Startups. Entschuldigung, das war zu viel Nähkästchen. Professor Weber hier, der sich gemeldet hat. Ja, ich habe auch eine Frage an Sie, Professor Schönberger. Ich selber als Hochschullehrer in Mannheim mittlerweile emeritiert, hatte noch letztes Jahr am Ende meiner Tätigkeit noch die Gelegenheit, Dänemark zu besuchen. Sie haben gerade auch Dänemark erwähnt und habe dort mit den Kollegen dann vor Ort auch gesprochen. Das fand ich jetzt hochinteressant. Ich meine, die Frage, die sich für uns stellt, ich meine, Ihre Blaupause, sage ich mal, von der TUM in Bezug auf die 16 Bundesländer sind ja Ländersache. Wäre ja einfach, sagen wir mal, im sehr zentralistischen Land könnte man das übertragen in die 16 Bundesländer. Morgen fangen wir an und nächstes Jahr haben wir die ersten Startups in allen 16 Bundesländern. So wäre jetzt, sagen wir mal, das denkbar. Das ist bei uns nicht so. Ich habe im Vorfeld mit Herrn Olmes auch darüber gesprochen und das ist ja auch gut so. Es gibt ja auch Vorteile dieser Dezentralität. Dadurch entstehen ja im Grunde genommen ja auch in Bayern, bei Ihnen zum Beispiel, die Freiheit, so etwas mal zu probieren, wenn die unternehmerische Ideen bei Ihnen, bei Ihrer Diplomarbeit, mit den Kontakten zu potenten Leuten, wie Frau Klatten, die sowas unterstützen. Das ist ja auch die Chance der Dezentralität. Aber andersrum gefragt, wenn man dann so ein kleines Land anguckt, und meine Frage geht in die Richtung, was ich zum Beispiel von den Kollegen da in der VIA, im VIA College in Aarhus dort erlebt habe und auch auf dem Campus mit den jungen Leuten da ins Gespräch gekommen bin, war für mich absolut faszinierend. Insofern, dass, sagen wir mal, die Ideen jetzt von Seiten der kulturpolitischen, von der bildungspolitischen Seite her in Dänemark interessanterweise vor über 10 Jahren auch von der Bildungspolitik mit beeinflusst worden ist, indem man dort irgendwann mal Kennzahlen erfasst hat an den dänischen Hochschulen, indem jede Hochschule des Landes, und zwar jede Fakultät, also genauso nicht nur Wirtschaft oder Ingenieurswesen, sondern auch Medizin oder Geisteswissenschaft, die Kennzahl abliefern muss, wie viel Prozent der Studierenden nehmen an Gründungsseminaren teil. Und wenn man jetzt, ich meine, Dänemark ist ja bekannt von der Geschichte her, Grundtvig, der Begründer der globalen Erwachsenenbildung sozusagen, also die Dänen sind Kierkegaard und so weiter. Das sind von der philosophischen Seite her ein Land mit to be an educated person, würden die Amerikaner sagen, also wie Drucker das ja auch so beschrieben hat. Also so die Liberal Arts und auch eben dieses Unternehmerische ins Fleisch und Blut einer Nation irgendwo auf der historischen Basis da ist. Also insofern diese Kennzahl zu erfassen, in Dänemark, dieser kluge Schachzug, der heute dazu geführt hat, dass sich der Teil eben nicht nur in dem, was wir im Tech-Bereich machen, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft dazu geführt hat, dass in Dänemark alle Fakultäten sich die Frage seit über 10 Jahren stellen und dort auch eben eine Entwicklung in Gang gekommen ist, die ich absolut nachahmenswert finde. Aber meine Frage jetzt an Sie, was können wir von diesen, Sie kennen sich besser aus, was die globale Entwicklung anbelangt, was können wir von so Ländern wie Dänemark, vielleicht auch anderen skandinavischen Ländern, von den Niederlanden und so weiter lernen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was geht sozusagen aus diesen kleineren Ländern raus, die so ähnlich wie Bayern eine Struktur haben, in dem die Wege kürzer sind? Also, können wir als Riesenland mit über 80 Millionen Menschen, mit Regelungswut und meine eigene Erfahrung als Hochschullehrer, in Gremien zu sitzen und
die Idee von vor über 10 Jahren von Nitin Nochria von der Harvard Business School, also aus dem Druckernetzwerk bin ich mit den Leuten zum Beispiel auch in den USA ganz gut vertratet, von Nitin Nochria die Idee in die deutsche Hochschule, in meine Hochschule zu bringen und zu sagen, liebe Kollegen, die Harvard Business School macht im ersten Semester mit allen Studierenden das, was sie machen, die kommen zusammen, die jungen Leute, und wir impfen die schon, die Incubate, gleich im ersten Semester mit Gründungsthemen. Also das so in einer deutschen Hochschule zu verkünden, dann landen doch viele Fragezeichen in den Gremien. Also mal nochmal die Frage, was können wir von diesen kleineren Ländern oder was können wir Schwaben von den Bayern lernen, auch da in der Richtung von den Konzepten aus den Ländern wie Dänemark, Holland und so weiter? Danke, Herr Weber, und sehr, sehr spannende Frage, die, also ich vielleicht nochmals als Referenzen, wer sind eigentlich die cleversten Länder auf der Weltskala, würde ich nochmal die Israelis und die Singapurianer nennen. Also auch wenn sie in Singapur unterwegs sind, da kommen sie sich, wenn Sie zu den Behörden gehen, mehr vor, als ob Sie bei McKinsey gerade sind, als irgendwo in einem muffigen deutschen Ministerium. Also das ist eine hochprofessionelle Veranstaltung, wo die Leute super langfristig, super strategisch denken. Genau, und die Realität jetzt in Baden-Württemberg. Also, ich habe selbst in Stuttgart auch studiert, Luft- und Raumfahrttechnik, und ich war dann mit einem Stuttgarter Milliardär beim Präsidenten der Uni Stuttgart vor ungefähr 10 Jahren, und dann hat der Milliardär gesagt, hey, es wäre doch schön, wenn wir sowas wie die Unternehmertum hätten. Da war die Unternehmertum noch viel kleiner, und dann sagte der Präsident, der Rektor, ja, das ist ja ganz nett, aber eigentlich nicht sein Thema, sondern er würde jetzt in Vaihingen gerne einen Neubau haben und ein Museum für Innovation. Und wenn der Milliardär doch lieber sein Geld für sowas ausgibt. Genau, und wir saßen ein bisschen konsterniert an dem Tisch. Jetzt, knapp 10 Jahre später, kommt's jetzt, aber es sind halt 10 Jahre später, dass Stuttgart Gas gibt. Und ich glaube, ich verstehe, also meine Frau ist eine Baden-Württembergerin. Ich habe lange in Stuttgart gelebt, und ich frage mich manchmal, ich war im Wirtschaftsministerium vor 5 Jahren noch, da haben wir dann ein hoher Ministeriumsbeamter gesagt, eigentlich wollen wir die Startups gar nicht, weil die unseren Großunternehmen die Arbeit, die guten Mitarbeiter wegnehmen. Also die Borniertheit ist schon atemberaubend, und die Geschichte von Heilbronn kennen Sie besser als ich, dass heute die TU München den Standort in Heilbronn betreibt und nicht die Uni Mannheim. Liegt auch an, sagen wir mal, dem wenigen Chancendenken im Lande Baden-Württemberg. Und jetzt tut sich langsam was, aber da sind viele, viele Chancen den Neckar runtergeschwommen. Ja, also es ist wirklich traurig. Und ich fühle mich auch als Baden-Württemberger. Ich schüttel manchmal nur den Kopf. Ja. Gut, ich denke mal, wir nehmen das mal als Aufgabe mit und gucken, welche Einflüsse wir dort entsprechend haben. Ich sage mal, das Thema Mannheim wäre meiner Meinung nach auch von der Ökostruktur, die Kurpfälzer ist eine sehr, sehr agile Region, so wie ich es festgestellt habe. Ich war da lange Jahre und ich denke, es gibt gerade solche Regionen, da würde so etwas schon gigantisch gut tun. Aber Sie haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die Befürchtung da ist, dass man einander die guten Leute wegnimmt. Jetzt wäre die Frage mal, trifft Sie der Fachkräftemangel irgendwo? Nehmen Sie so etwas wahr? Ist das für Sie ein Thema? Also es ist immer ein Kampf um die guten Talente, aber da musst du halt was machen. Und ich meine, wir ziehen pro Jahr rund 15.000 Studierende an. Davon sind 40% internationale Talente. Und wir kämpfen halt dafür, und wir machen viel und wir investieren viel. Und dann kommen die Leute auch, und dann sind die auch erfolgreich. Und
wir müssen halt das Thema auch anpacken und lösen, nicht nur rumjammern. Und deswegen, wenn du eine attraktive Universität bist, dann ziehst du die besten Leute der Welt an und dann werden die aktiv und viele bleiben in der Region. Und klar, wir müssen uns täglich drum kümmern und täglich hunderte von E-Mails beantworten. Und deswegen, ich glaube, wir müssen halt wieder mal leistungsfähig werden und einfach outperformen. Und mit einer 35-Stunden-Woche wird es nicht funktionieren. Also wir müssen uns einfach wieder mal auf den Hintern setzen und arbeiten, ja? Und uns um den Nachwuchs kümmern, hart arbeiten und dann kommen die Erfolge. Nur das Problem ist halt, die kommen halt nicht in 2 Tagen, sondern, also ich habe jetzt 25 Jahre meines Lebens damit verbracht und jetzt sind wir Weltspitze, aber das sind 25 Jahre richtig harte Arbeit, ja. Und es fällt nicht vom Himmel, ja. Und ich glaube, wir sind einfach zu faul in Deutschland. Es ist echt unfassbar, ja. Also alle wollen es irgendwie billig und irgendwie auf schnell mal runtergerissen haben. Und nee, wenn wir Weltspitze sein wollen, das ist extrem viel harte Arbeit. Nur so funktioniert es. Und so, nur so holst du die besten Leute, nur so hast du die besten Forschungsergebnisse, nur so baust du die besten Prototypen, nur so entwickelst du die besten Geschäftsmodelle und so weiter. Also weißt du, das ist extrem viel Arbeit, ist alles machbar, aber außer alle genialen Einsteins, die machen es vielleicht irgendwie innerhalb von 3 Minuten. Normalsterbliche wie ich müssen halt dafür hart arbeiten, aber hart arbeiten funktioniert immer noch. Also finde ich wirklich super, das, was Sie einbringen, ist sehr motivierend und inspirierend. Und also wir können nur hoffen, dass aus dem ganzen Kreis heraus, wir haben in den letzten Tagen, wir hatten am Telefon gesprochen über Purpose, wo gerade diese Themen kamen, wie kriegen wir es hin, dass wir wieder eine hohe intrinsische Motivation haben, eine Leistungswille haben. Auch gibt es ja von der Professor Heike Bruch dieses Thema Energizing. Wie kriegen wir es hin, die Gesellschaft mit diesem Momentum zu versehen? Um da rauszukommen, wir hatten auch festgestellt, dass die letzten Jahre waren sehr stabile Jahre. Und jetzt kommen wir in die ich sag mal, etwas dynamischeren Jahre, ich nenne es mal so rum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gelingt es uns aus dieser Dynamik heraus, dieses Momentum zu schaffen, damit gerade dieses Thema Unternehmertum im Sinne von neues Anfangen, die Innovation nach vorne zu treiben, sie marktfähig zu machen, geht ja bis dahin. Ich hatte mir vor kurzem so einen Film angeguckt, bin in Daimler gewächst, wie das beim Karl Benz und beim Gottlieb Daimler und bei den Leuten, die dann drumherum, das war immer so, vorne war das Seed, wie man es ja nennt, und dann hat man immer drumherum und dann ist daraus ein Unternehmen geworden. Und ja, die Frage ist, haben Sie, ich sag mal, die Frage ist ja auch jetzt gerade mal auch mit dem Blick auf junge Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass wir die abholen müssen oder sind die schon sehr stark intrinsisch motiviert, dass wir die nur laufen lassen müssen? Das ist ja immer auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Sie sind da ja sehr nah dran. Wie sehen Sie das? Ich glaube, dass wie in jeder Generation ein unglaublich tolles Potenzial. Also in jeder Generation sind die kleinen Daimlers und Benzes drinnen. Und als Gesellschaft müssen wir halt dann schauen, dass wir die halt optimal fördern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dieses Potenzial halt erkennen und fördern. Und das ist dann halt die Aufgabe von so einer Universität auch. Und deswegen, also wir sind vom Wirkungs, also wenn Sie es anschauen, was wir als TU München machen, dann sind wir ungefähr, also wenn wir uns super klein rechnen, sind wir um Faktor 10 besser als der deutsche Durchschnitt. Und wenn wir es realistisch berechnen, irgendwie so Faktor 20 bis 50 besser als der deutsche Durchschnitt der Hochschulen. Genau, und wir kochen auch nur mit Wasser. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Und das liegt einfach nur daran, dass die anderen schlafen. Also sorry, also so, wir sind auch nur sterblich, aber wir machen es halt professionell und wir nehmen es halt auch ernst und arbeiten halt echt brutal hart. Und das muss halt wieder gemacht werden. Und das alles
alles, was wir machen. Deswegen gibt es dieses Learning Exchange Center. Also wir versuchen ja, Geschwisterchen zu haben, die hoffentlich auch auf diese Reise gehen, weil wir wollen ja nicht in der Wüste leben, sondern wir wollen in einem Land leben, das Wohlstand hat, das stabil ist, in dem alles vorankommt. Und nur wir werden es alleine nicht richten können, sondern wir sind 82, 83 Millionen Menschen und da ist verdammt viel Potenzial drin. Und aber egal, ob wir jetzt in Mannheim sind oder in Aachen oder in Hamburg, wir müssen die nächste Generation, so wie ich es vorhin beschrieben habe, halt optimal abholen und optimal fördern. Und dann funktioniert es auch. Das Ganze ist mit Wachstum verbunden. Also es ist ja immer der Gedanke, ich komme immer von einem kleinen Saatgut und habe dieses Bild vor mir, Wachstum. Dahinter ist das Streben nach Wachstum, dahinter ist das Streben, dass das Produkt in den Markt wird, dass ein Erfolg wird. Jetzt wird Wachstum ja in Deutschland auch sehr differenziert diskutiert. Kann das einen Einfluss haben oder wie sehen Sie das? Genau, ich glaube, wir haben halt in Deutschland so eine Fraktion der Wellness-Center und Altersheime. Die Vorstellung ist total irreal. Also die Leute tun alle so, als ob wir irgendwie noch so das Voll-Inclusive-Altersheim-Paket für jeden haben und dann irgendwie das Futter aus der Futterklappe kommt. Das ist nicht so, sondern jeden Tag müssen die Sachen erarbeitet werden. Also es ist irgendwie eine Illusion, die wir uns dahin geben. Wir müssen jeden Tag dafür arbeiten, dass unser Wohlstand kommt, dass die Nahrungsmittel produziert werden, dass die Autos gebaut werden, dass die Infrastruktur weiterläuft. Wenn ganz einfach unsere Ressourcen, also wenn wir hier alle einen Stift fallen lassen, in 3 Monaten sind alle Ressourcen aufgebraucht. Unsere Gesellschaft hat die Ressourcen für 3 Monate und dann ist dieses Land tot. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil das ist das Leben, dass man halt weitermacht und dass man neue Ideen macht, dass man neue Produkte baut, dass man die Brezen in den Backofen schiebt. Das ist das Leben. Und wir haben hier irgendwie eine ganz komische Vorstellung in diesem Land, dass sie alle irgendwie ins All-Inclusive-Altersheim wollen. Sorry, vergesst es. Das Leben ist mal Leben und es ist schön, wenn man Sachen schafft und kreiert. Und es ist mal ein bisschen kurios, ja. Also Sie machen ja Spaß also ich sag mal, im Sinne vom Zuhören in die Zukunft hinein. Es hat gerade der Herr Ruiner hier reingeschrieben, ich erlebe das bei meinen Enkeln auch. So im Fußball gibt es ja sehr frühzeitig, dass Talente entdeckt werden. Bei meinem Enkel ist das jetzt in so einem Home for Goals, heißt das, wo die sich sehr frühzeitig um die jungen heranwachsenden Kinder kümmern, jetzt nicht nur im Sinne, dass sie gut dribbeln können und Tore schießen können, sondern ist auch relativ viel drumherum im Sinne, ja, zusammen was machen und so weiter. Wie würden Sie sowas einschätzen? Ja, das ist ein super Beispiel und das ist ja auch jedem freut es und jeder geht gern ins Fußballtraining und jeder hat gern seine Kumpels drumherum und das ist Leben. Genau, und irgendwie sind wir ein paar Deutsche auch mal falsch abgebogen und sagen, hey, irgendwie Beruf ist nicht gleich Leben. Nein, das ist richtig cool, das ist ein toller Teil unseres Lebens und da kann man richtig viel Spaß haben, da kann man tolle Leute haben, da kann man einen guten Wohlstand generieren, das macht Sinn. Irgendwie haben wir in dieser Debatte, die Arbeit ist nicht die Folterkammer, sondern das ist ein schöner Teil und befriedigend und toll. Also es ist irgendwie, was muss dann wieder auf die Reset-Taste in unserem Hirn drücken, zumindest bei manchen Deutschen. Jetzt, Markus, nehme ich dich noch, weil die Folge hat man sich gerade gemeldet. Ach so, ja, ich habe noch eine kurze Frage, und zwar eine Zahlenfrage. Und zwar, wie hoch ist denn eigentlich Ihre Überlebensrate Ihrer Startups? Weil ich habe immer so Zahlen im Kopf zwischen 2 und 5%. Ich weiß, in Singapur sind die Zahlen irgendwo deutlich höher, also gehen schon ein Stückchen höher. Aber man macht ja die Erfahrung, dass überhaupt Transformationen nicht mal zu 20%
tatsächlich gelingt. Wie sind Ihre Zahlen oder können Sie sowas eventuell uns mal zur Verfügung stellen, was Ihr ganzes Engagement an Verbesserung für so ein KPI an? Ja, geht jetzt eine ganz einfache Zahl, also 85% überleben. Genau, und das liegt daran, dass wir einfach, wir nennen das De-Risking machen und praktisch diese Hochrisikophasen einfach in die Vorgründungsphase verlegen innerhalb der Uni. Und wenn dann aus der Diplomarbeit eine 1,3 Note wird und halt nicht das Milliardenunternehmen, dann hast du trotzdem einen lächelnden Absolventen. Okay, also das ist De-Risking. Und wenn die dann halt sagen, hey, wir haben hier was Cooles und wir haben schon mit ersten potenziellen Kunden gesprochen und stehen ein paar Investoren bereit und wir springen jetzt ins kalte Wasser, dann ist halt das Risiko ein ganz anderes und deswegen kommen wir da auf diese 85%. Benutzen Sie da auch so Werkzeuge wie Destroy Your Idea oder Unfair Competitor, was die IMP quasi in dem Open Strategy vorschlägt? Alle genau das Businessplan Canvas, also da gibt es einen Haufen Tools, die da genutzt werden und die nutzen unsere Leute auch ja, ganz, ganz vielseitig. Und das Schöne ist ja halt nicht, dass das irgendwie drei einsame Mohikaner sind, sondern das sind ja hunderte von Leuten, die sich auf den Weg machen, die kommen alle zusammen, die kennen sich und das ist halt so eine richtig gute Lerngemeinschaft und es macht halt auch Spaß. Ja. Jetzt kam hier noch die Frage, kann man sich an diesen Unternehmen auch im Kleinen beteiligen? Also wir haben viele Business Angel, die sich da beteiligen und das Typische ist halt, dass die irgendwie 50.000 Euro aufwärts oder die richtig professionellen Business Angels, die investieren eher halt pro Unternehmen 200.000 Euro aufwärts. Also da gibt es diese Business Angel Runden und das andere ist, wir haben ja einen eigenen Venture Kapitalfonds und der ist aber so groß, dass man also minimal 200.000 Euro, ab 200.000 Euro kann man in unseren Fonds reingehen. Aber es gibt auch andere Fonds wie MIG beispielsweise, da kann man mit viel kleineren Tickets reingehen. Also MIG ist so ein Beispiel, das sind die BioNTech beispielsweise als erstes anfinanziert haben. Ich denke mal, Herr Olmütz, Hightech Gründerfonds ist auch, kann man auch sponsern. Also es gibt Möglichkeiten, an denen der, insofern geht es aber, ich lenke mal darüber zu der Frage Kapitalmarkt. Wenn wir jetzt mal Deutschland angucken, und Geld spielt ja da eine Rolle, wir haben immer die Diskussion Schuldenbremse, ja, nein. Das ist ja die Frage, was kann der Kapitalmarkt übernehmen, ohne dass wir jetzt gerade wieder alles irgendwo aus der Wundertüte des Staates holen, mal ein bisschen despektierlich ausgedrückt. Genau, und die Idee ist ja nicht, dass, also wir sind ja in Deutschland die Nation, die ja am meisten Förderprogramme haben. Also das haben wir ja vorhin schon besprochen. Also Förderprogramme gibt es endlos viele, nur da wird das Geld relativ manchmal mit zu hohen bürokratischen Auflagen vergeben, dass es das nicht zielführend ist. Also wir haben kein Förderproblem, sondern wir haben ein Finanzierungsproblem auf der privatwirtschaftlichen Seite. Und das liegt halt daran auch, dass insbesondere die großen Kapitalsammelstellen, also wie die Versicherer und die Pensionsfonds, aktuell nicht in unsere eigenen Kinder investieren. Also wenn die investieren, dann vielleicht in die amerikanischen Kinder, also die geben das Geld dann in amerikanische Venturefonds, aber halt nicht in die deutschen. Und obwohl die deutschen Venturefonds eine ähnliche Performance, übrigens Hightech Gründerfonds hat auch eine sehr gute Performance, wird dieses Geld halt nicht dort allokiert. Und so ist es in USA oder in Kanada, ist es halt so, dass beispielsweise die Lehrer von Ohio, die haben einen Pensionsfonds und dieser Pensionsfonds investiert das Geld in Venture-Kapitalfonds, übrigens auch in Deutschland, und finanziert dann damit Firmen wie Celonis. Und Celonis schafft Milliardenwerte und finanziert darüber letztendlich die Renten der Lehrerinnen in Ohio. Okay? Und wir in Deutschland, wir sind einfach zu doof dafür. Und wenn wir überhaupt was investieren, dann vielleicht noch in ein paar Gebäude, aber wir trauen uns halt nicht in die Zukunft zu investieren, weil die ist halt mit Risiko verbunden.
Und wenn du halt nicht mutig bist und nicht bereit bist, Risiko aufzunehmen, dann kannst du halt auch nicht gewinnen. So einfach ist das. Also wenn du halt nicht einen Schritt nach vorne machst, dann kannst du dich auch nicht auf eine Reise machen. Punkt. So, und die Deutschen müssen halt überlegen, ob sie stehen bleiben und in Schönheit sterben oder ob sie mal ein paar Schritte nach vorne machen wollen. Und das gilt auch mit ihrer Altersversorgung. Ja, es hört sich so ein bisschen, ich habe irgendwo gelernt, das Thema no risk, no fun und das Thema hinfallen ist keine Schande. Damit komme ich nochmal auf dieses Thema, was passiert jetzt, wenn ein Joint Venture, wenn ein Startup scheitert? Wie geht man damit um? Ist ja dann schon auch eine Frage, hatte ich jetzt das Thema psychologische Sicherheit. Ist das jetzt ein easy going oder ist das jetzt ein Thema, wo man vorher schon auch irgendwelche Ängste davor haben muss. Wie ist das in der Praxis? Genau, also jeder möchte natürlich erfolgreich sein und keiner findet es cool, wenn sein Start-up Insolvenz anmelden muss. Genau, was aber wichtig ist, dass du kannst ja heute als Gründerin und Gründer dein Start-up so aufbauen, dass die Risiken geteilt sind, indem du beispielsweise Risikokapitalgeber reinnimmst und nicht das Häuschen von deiner Oma und dein eigenes Häuschen verpfändest. Okay, das ist die Idee von geteiltem Risiko. Geteiltes Risiko gleich auch geteilter Erfolg. So, und was wir halt sehen ist, also wir haben ja diese 85% Überlebensrate, das heißt halt 15% gehen halt unter. Und das Gute ist aber, dass diese Leute, die machen ja tolle Erfahrungen und die gründen dann halt vielleicht ein neues Unternehmen oder werden Risikokapitalgeber oder machen was anderes, weil das sind ja Menschen, die sehr viel Drive haben, sehr unternehmerisch sind. Und von daher ist das in unserem Ökosystem gar kein Problem mehr. Also wir beispielsweise als Unternehmertum nehmen solche Gründer, die leider nicht erfolgreich sind, auch gerne als Mitarbeitende, weil das einfach erfahrene Leute sind. Genau. Und was es aber auch gibt, aber in ganz geringen Dosen, also jetzt in 25 Jahren Unternehmertum haben wir es dreimal erlebt, dass wir halt Gründer haben, die halt nicht das Risiko teilen wollten, die halt gesagt haben, ich bin so genial, ich mache alles alleine, ich setze alles auf eine Karte, ich nehme eine Hypothek aufs Häuschen auf, und die gescheitert sind. Und das ist natürlich katastrophal. Aber das liegt auch an diesen Menschen selber. Also, dass die einfach da ein bisschen vernagelt sind. Und manchmal geht's gut und manchmal geht's halt nicht gut. Aber dann müssen sie halt auch die Konsequenzen tragen. Aber statistisch gesehen ist das im Promillebereich. Also es ist nicht eine signifikant große Gruppe. Nochmal Frage in die Runde. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne. Ja, der Herr Olmes kommt noch mal kurz vor. Vielleicht noch ein Punkt aus der HTGF-Sicht zu und auch meiner sehr persönlichen Sicht zu gescheiterten Gründern. Also die Gründer, die schon einmal ein Unternehmen versenkt haben und bei uns mit einer Neugründung aufschlagen, die nehme ich sehr, sehr gerne an. Denn die haben unglaublich viel gelernt, was alles nicht funktioniert. Und haben daraus auch gelernt. Und setzen das dann in ihrem zweiten Unternehmen dann um. An zweiter Stelle kommen die Erstgründer. Und an dritter Stelle kommen die erfolgreichen Erstgründer. Denn die haben die starke Tendenz, dass sie das, was sie beim ersten Unternehmen umgesetzt haben, genauso auch beim zweiten Unternehmen umsetzen und sind zusätzlich oft beratungsresistent. Also ist aus meiner Erfahrung die schwierigste Gruppe und am liebsten habe ich die, die schon mal ein Unternehmen gemacht haben und dann nicht so erfolgreich waren und dann einfach sagen, okay, ich mache es nochmal, weil es mir so viel Spaß macht. Also für mich klares Votum für Unternehmertum und auch für das Scheitern im Unternehmen. Ja, super. Genau, und von daher, also in der Realität, wenn man, wie gerade gesagt hat, nicht beratungsresistent ist, ist das kein reales Risiko. Also das größte Risiko, das sehen die Leute aber nicht, ist nicht erfolgreich zu sein. Und ich sage immer auch meinen jungen Studierenden,
Leute, das größte Risiko, das ihr habt, ist, dass ihr die Opportunitäten nicht wahrnehmt. Genau, und wer auch Vorstand eines DAX-Konzerns werden möchte, die beste Chance ist, du machst selbst deine Firma auf, lässt dich einkaufen und gehst ins Top-Management dann von der Firma, die dich aufgekauft hat. Und das ist jetzt kein Witz. Also wir haben reihenweise Top-Manager, das waren ehemalige Gründer, das sind irgendwie jetzt 35-Jährige, die hochbezahlte Top-Manager sind. Am klassischen Angestelltenweg hättest du es nie schaffen können. Jetzt hänge ich noch mal so ein bisschen an dem Thema. Es gibt ja, Deutschland ist ja bekannt für seinen Mittelstand, und wenn ich in Summe es sehe, sind die KMUs, glaube 2 Drittel der Erwerbstätigen sind in den KMUs tätig. Wie verhalten die sich denn? Denn gerade darum geht es ja jetzt, Nachfolge zu finden, Nachfolgeprodukte zu finden. Ist da jetzt eine richtige Quelle dafür da, oder ist das etwas, wo man noch mal ja Energizing betreiben muss? Wie sehen Sie das? Ja, das ist, glaube ich, eins unserer größten Herausforderungen als Nation und insbesondere die Nachfolgeregelungen. Wir haben ja Zehntausende von ungeregelten Nachfolgen jetzt anstehen und diese Firmen sind ja nicht gesichert, sondern wir haben ein Riesenproblem, dass eine riesige Basis von unseren Mittelständlern die Grätsche macht. Also was wir halt sehen, wir haben es bei Unternehmertum eine eigene Einheit, nennt sich Familienunternehmertum, in dem wir halt genau den Mittelstand mit diesem Innovationsökosystem zusammenbringen. Und was halt spannend ist, ist, dass die Firmen, die bei uns halt aufschlagen, das sind so rund 400, das sind sowieso die Bekannten, also das sind die Festos und Six und so weiter, die sowieso hoch innovativ sind. Und einfach so viel Energie haben, um sich zu öffnen und auch mit so einem Innovationsökosystem wie unserem zu spielen. Also um diese Spitzengruppe müssen wir uns keine Sorgen machen, weil die so lebendig sind und so viel Energie haben und so viele Ressourcen haben, dass die bereit sind, dieses Spiel in die Zukunft zu spielen. Gefährlich ist es halt bei den ganzen mittelständischen Unternehmen, die diese Kraft nicht haben. Und die sind nicht, wenn die nicht in der Lage sind, sich zu öffnen, dann haben die auch natürlich viel schlechtere Chancen, irgendwelche Lösungen zu finden, um ihre Firma in die Zukunft, in die nächste Generation zu tragen. Und deswegen machen wir auch viele Programme wie Next Gen for Bavaria beispielsweise mit der bayerischen Staatsregierung, wo wir ganz gezielt eben die nächste Generation der Nachfolger heranziehen und die zusammenbringen, die ihre Erfahrungen auch austauschen. Genau, nur das nochmal das Problem, Herr Doppler, zu nennen, das ist riesig und wir reden von Zehntausenden von ungeregelten Nachfolgen in Deutschland, also Zehntausende. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann bricht uns einer unserer Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren zusammen. Ich richte nochmal die Frage in die Breite. Welche Fragen haben Sie? Welche Anmerkungen haben Sie? Wir nehmen auch gerne positive Botschaften entgegen. Denn der Herr Professor Schönberger lebt natürlich auch vom Erfolg, denke ich. Das ist das, was natürlich Sie auch motiviert und Sie in Ihrer, ja, Ihrer Passion, sage ich jetzt mal, Sie sind ja schon mit einer gewissen inneren Engagement dabei. Wir hatten gestern gesprochen auch über das Thema Unternehmer, die Besessenheit eines Unternehmers und dieser Drang nach vorne. Ja, das ist einmal der Leistungswille, aber es ist natürlich schon etwas, wo intrinsisch ein gewaltiges Fund ist, wenn man da so mit ausgestattet ist wie Sie und wenn man es dann noch so realisieren kann. Ich denke mal, das sind die zwei Dinge. Und natürlich das Momentum in Summe auch stimmen muss. Ja, nochmal in die Breite eine Frage. Also was mir im Moment nochmal so durch den Kopf geht, ist, ich gucke abends häufig Fernsehen und dann ich kann jetzt die Krimis langsam nicht mehr sehen. Meine Frau, die guckt dann immer nicht, macht dann was anderes. Ich kenne so früher aus meiner Jugend heraus, ich weiß nicht, was Familie Hesselbach oder so, Unternehmerfamilie,
wo wäre das ein Weg, dass wir irgendwo in das Tagesgeschehen Unternehmertum zu mehr Normalität machen? Das ist in diese, ich muss natürlich spannend sein, aber ich denke mal, diese Unternehmergeschichten oder auch die Geschichten, die gerade in ihrem Umfeld sich abspielen, oder ich denke an Filme, die ich gesehen habe. Gut, als Benzer kenne ich natürlich den Karl-Benz-Film Rauf und Runter. Ich hatte auch dann von Steif mir früher mal habe so ein Thema in Erinnerung, wo dann ein Unternehmen entstanden ist aus dem, ja, aus der Kraft, aus der inneren Kraft heraus. Wären das auch Gedanken? Man könnte vielleicht mal so ein paar Start-ups irgendwo verfilmen oder sowas. Gibt es sowas schon vielleicht? Genau, das ist, ich glaube, die Geschichten müssen halt, war ja gerade ein Kollege da, dessen Kommentar gerade noch geschrieben hat, viel mehr erzählt werden. Genau, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann da auch noch einen Beitrag leisten. Es gab jetzt in der Zeitschrift Markt einen lustigen Beitrag. Da hat sich ein Redakteur mal die Krimis der letzten 4 Wochen angeschaut. Und da waren 12, also es waren 12 Krimis, von den 12 Krimis waren bei 10 die Unternehmer, die Mörder. Genau. Und das ist halt das Bild, das in unserer Gesellschaft gezeichnet wird, dass halt irgendwie die Unternehmer halt irgendwie alle geldgeil sind und raffsüchtig und so weiter. Und da brauchen wir halt ein anderes Verständnis wieder. Genau, und das halt, glaube ich, jeder sollte da jetzt mithelfen. Das hat den Andreas auch noch mal angesprochen, was Ja, schon dazu zu wieder. sagen. Ich finde das eine sehr starke Anregung, Herr Professor Schönberger. Ich würde gerne eine Verbindung machen zwischen Unternehmertum und Leistungsbereitschaft oder der fehlenden Leistungsbereitschaft aktuell aus der eigenen Erfahrung. Ich war ganz am Anfang meiner Karriere auch als Angestellter unterwegs, allerdings auch direkt Geschäftsführer die ersten beiden Jahre. Also eigentlich schon unternehmerisch. Aber ich hatte keine Anteile an dem Unternehmen. Das war eine Klinik in Köln oder Augenarztpraxis. Ich bin dann da raus nach 2 Jahren und dachte, ho, hoffentlich mache ich hier keinen Fehler. Und bin in ein Start-up reingegangen. Noch ohne Finanzierung, ohne Venture Capital, als kaufmännisch-technischer Geschäftsführer. Und in den ersten 3, 4 Tagen war mir völlig klar, dass das die absolut richtige Entscheidung war, obwohl ich vorher richtig viel Geld verdient habe, weil ich plötzlich wieder so unterwegs war wie während meiner Dissertation, nämlich ich habe für mich gearbeitet. Und die interessante, also richtig, dann plötzlich wieder richtig unternehmerisch. Und der interessante Effekt, der dann einsetzte, war, dass schlagartig die Arbeit, dass ich die Arbeit nicht mehr als Arbeit verspürt habe, sondern als, na, Freizeit kann man schlecht sagen, aber als der Teil meines Lebens, das bin ich und das will ich, das mache ich. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie in der Zeit. Und ich habe drumherum auch schon mal viel gearbeitet. Das heißt, wenn ich die Leistungsbereitschaft in Deutschland wiederherstellen will, ist ein Weg, dass man diesen unternehmerischen Aspekt viel stärker wieder erlaubt. Und das auch an den Universitäten, aber auch in den großen Konzernen oder Mittelständlern, wo man halt quasi eigentlich nur Angestellter ist und dort erlaubt, unternehmerisch tätig zu sein. Was heißt aber, es kommt die Frage, ja, wo ist der Haken? Der Haken ist, wenn du Unternehmer bist, machst du Fehler. Du musst auch Fehler machen, weil du was ausprobierst. Du machst was Neues, du probierst was aus und da passieren Fehler. Und das ist das, aus meiner Perspektive zumindest, eines der Hauptthemen, wo wir in Deutschland dran arbeiten müssen, dass wir diese nicht hoch genug, also nicht genügend starke Bereitschaft zu Fehlern wieder etablieren. Dass wir sagen, hör zu, lieber Angestellter, liebe Angestellte, wenn du nicht pro Jahr 10 Fehler machst, und ich rede jetzt hier nicht so von Demo-Fehlern,
Dann warst du nicht risikobereich und genug im Unternehmen unterwegs. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du mehr ausprobierst und mehr Fehler machst. Und dann kommen wir auf den richtigen Weg und haben schlagartig das Problem also wirklich schlagartig das Problem der Leistungsbereitschaft erledigt. Würden Sie Ja. das mit unterschreiben, Herr Professor Schönberger, oder liege ich da falsch? Schönstes Danke für Ihr Statement. Wer kann es unterschreiben? Genau, also diese ja, Fehlerkultur und Sachen wagen ist wichtig. Und vielleicht ein spezielles Aspekt da. Also ich bin ja auch als Hobby übrigens, also das mache ich als Freizeitjob. Ein weiterer Job ist, ich bin Vizepräsident der erfolgreichsten deutschen Universität. Das mache ich als Hobby nebenher. Und ich habe es da mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung zu tun. Und diese Menschen, die versuchen, glaube ich, sich wirklich einzusetzen, aber deren Denken ist, Risiko zu vermeiden. Und das ist total, also aus meiner mehr unternehmerischen Brille ist das total schräg. Also die haben, also da wird 80% der Zeit damit verbracht, theoretische Risiken, die ein Unternehmer als irrelevant ansieht, weil ich meine, das kostet vielleicht 500 € Bußgeld oder sowas, wenn es eintrifft, aber es ist irrelevant. Damit beschäftigen sie sich 80% der Zeit und verhindern, dass die Sachen vorankommen. Und das ist auch Fehler. Also es ist eine Fehlerkultur. Und gerade in der Verwaltung und als Beamter oder im öffentlichen Dienst hast du null Incentive, ein Risiko einzugehen. Und deswegen sind halt unsere Hochschulen, Universitäten und auch viele öffentliche Einrichtungen so Grotten langsam oder machen nichts, weil keinen Incentive hat, mal einen Kopf rauszustrecken. Ja. Ich bin ja immer bei diesem Thema, auf der einen Seite good enough for now, safe enough to go, und auch bei dem Thema thesenbasiertes Vorgehen. Also es ist ja letztendlich, wenn ich ein Unternehmen starte mit einem Produkt, was noch keiner gemacht hat, was eine Neuheit hat, dann ist das eine These, die ich mal aufstelle, und da kann ich alles abprüfen mit Risk-Mapping und so weiter. Aber ich habe einfach meine These, und ich weiß nachher, ob es geht oder ob es nicht geht. Das ist jetzt mal ganz cool und nüchtern draufgeguckt. Und ich glaube, wir müssen auch mehr Verständnis einfach für diese Zusammenhänge schaffen, dass wir auf der Welt keine Hellseher sind und keine haben, sondern dass wir thesenbasiert vorgehen, und bei dem thesenbasierten Vorgehen, da geht es so rum oder so rum. Also das ist auch das, was der Holmes sagt, der mal gescheitert ist, der kann wenigstens damit umgehen, er weiß, woran er ist. Also das sind meiner Meinung nach die Themen, wo wir nochmal deutlich auch nach vorne bringen müssen. So, wir kommen jetzt auf 2 Minuten, sind noch zum Schluss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren spannenden Vortrag und für die engagierte und auch natürlich für die energetisierende Diskussion. Ich denke, Sie haben einige von uns im Kreis erreicht, die hoffentlich so viel Momentum mitgenommen haben, dass sie weiter inspirieren und die energetisieren oder energizing machen können, denn ich glaube, dass da sind wir einer Meinung. Wir brauchen das in der Gesellschaft, wir brauchen eine andere Haltung gegenüber Unternehmern und Unternehmerinnen, und wir brauchen die Unterstützung, Mut zu machen, die Dinge auch einfacher zu machen, nicht so verkomplizieren. Die Leistungsbereitschaft. Sie haben es hervorragend rübergebracht, kurzum. Ganz, ganz herzlichen Dank, und wir alle wollen uns wünschen, dass es unser Land in diesem Sinne dann nach vorne bringt. Super. Vielen lieben Dank allen. Danke, lieber Herr Doppler. Weiterhin viel Erfolg, Grüße nach München. Danke. Ciao, ciao.